So, aber mit einer Map gebe ich mich natürlich nicht zufrieden. Deswegen jetzt weiter das nächste. Ah, jetzt ging es schneller. Okay. Aber ich sag, vorhin war mein Arbeitsspeicher schon voll wahrscheinlich, weil der YouTube ist leider im Hintergrund wieder Videos hoch. War wahrscheinlich wieder hungrig. Na komm. So, Lord Game, Lord Voldemort und da waren wir schon. Ja, man kann ja auch Levels beliebig neu starten. Das finde ich ganz nice. Auch mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Finde ich ganz schick. Gut, wir machen jetzt einfach bring it on. Wahrscheinlich ist Heitor auch doch ein bisschen zu leicht. Ah, keine Ahnung. Es fühlt sich immer noch relativ sehr langsam an. Aber sagt mir, Rechner ist es nicht, weil ihr habt es ja gesehen, die CPU, die ist gerade mal ganz normal. Die, auf das die da war, die war gerade mal wie dem Encodern. Aber das Spiel selber war extrem ruhig. Versuch's jetzt gar nicht. Bitch. Oh. Oh Gott. Was habe ich getan? Kaum gehe ich ein Schwierigkeitslevel hoch, verkacke ich komplett. Bam. Ach, Scheiße. Bam. Ja, kurz schieß doch mal. Habe ich hier Nachladezeit oder was? Bitch, please. Boomhead, oder? Die brauchen mehr Versuche? Haha. Ja, die Munition ist am Anfang sehr begrenzt. Wie ihr seht, ich kann gerade mal 7 Granaten aufnehmen, also 7 Raketen. Allerdings kann man die natürlich alles durch Upgrades dann upgraden, genauso wie bei 2016. Das ist ja am Anfang auch sehr mau. So, wo muss ich jetzt hin? Ich gehe erstmal hier runter. Ja, das war doch gut. Das war doch gut. Unsere Vitalwerte sehen noch gar nicht mal. Ach du Scheiße, was ist denn das? Okay. Oh! Also egal was es ist, es tut nicht nur mir weh, sondern auch den Monstern. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Oh. Bei denen reicht One-Hit, sehr schön. Los, machen wir. Dankeschön. Nein. Boah, Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Oder gesund ist. Fuck you. Ah. That is nice. Bam. Bam. Oh mein Gott. Ah, Scheiße. Bullshit. Bitch. 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 Sind hier noch mehr? Hallo? Ah, haben wieder ein paar Imps. Scheiße. Ich bin noch genau rein. Da sieht es so aus, als wenn man da raufkommt. Oder auch nicht. Bullshit. Hä? Wow. Das sieht gut, wo man nicht reinkommt. Ist ja nett. Warte, mach ich irgendwas falsch? Gibt es hier doch Doppelsprung? Probieren wir mal ganz kurz was. Nö, Doppelsprung funktioniert nicht. Verstehe ich nicht. Ach so, bei Doom 2016 hat man den Doppelsprung auch erst später bekommen durch ein Upgrade. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie. Ach, Mist, ich bin wieder falsch. Ach, it's Bullshit, it's Bullshit, it's Bullshit. Bitch, please. So. Ah, ein bisschen Rüstung. Ja, boah, Mann, ey. Auch Mann, ey. Auch Mann. Ah, Scheiße, 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 Scheiße. Fuck this shit, I'm out. Kack, kack, mach mal hinter hier. Hier, hallo, hallo. Hör mal. Ach, komm doch. Bullshit. Kacke. Arsch. Wow. Brauche ich nicht, da bin ich voll, denke ich mal. Ja. Oh. Was sehen meine zückenden Augen denn da? Ach nein. Ach Scheiße. Was soll man denn das machen? Fuck. Das ist doch Bullshit. Das geht nicht, Alter. Okay, komm.
Ah, oder so. Ja, klar. Okay. Habe ich. Ah! Wenn das mal keine Schuhe sind. Jetzt? Aha, jetzt geht doch Doppelsprung. Sehr schön. Komme ich damit gleich da oben rauf, oder? Aha, jawohl. Okay, das Ganze macht natürlich Sinn. Arschloch. Ich glaube, ich bin nicht so weit. Wow. Alter, was war das denn gerade? So, jetzt muss ich mal gucken. Hier oben war etwas, wo ich mit Doppelsprung raufkomme. Da kriege ich die blaue Karte. Das ist schon mal sehr nett. Und da geht's runter. Gut, dann gehe ich erstmal. Das war knapp. Aha, okay. Anders als Doom 2016 kann man hier auch beim Fallen springen. Heißt also, ich muss nicht erst springen, damit der Doppelsprung funktioniert, sondern ich kann auch im Fall springen. Secret Area. Oh! Jetzt kann ich noch mehr Raketen sammeln. Ja, also Raketen und Granaten ist hier der gleiche Slot. Also nicht wundern, dass ich ab und zu mal Raketen sage und ab und zu mal Granaten, je nachdem, worum es gerade geht. Was war hier? Achso, hier war das Gedöns mit dem Gedöns. Ach du Scheiße! Nein, ach du Kacke. Bam. So, von hier kamen wir. Halt, wir müssen hier hoch. Nein. Bullshit. Bullshit. Das ist Bullshit. 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 War hier was? Achso, nee, da haben wir ja nur unser Secret her. Hier musste ich hin. Genau, das war das. Ach, wow, ich hatte gerade schon. Ich habe jetzt mein Leben verkackt. Oh, Alter! Gibt es ja auch welche mit höheren Frequenzen? Ich dachte, die haben immer alle den gleichen Feldabstand. So, wo geht's hier hin? Ja, okay. Macht Sinn. Und ich auch. Wow, schade. Ich dachte, die erklimmen noch den oberen. Das wäre episch gewesen. Hä? Hier waren wir doch bereits. War das hier unser Startpunkt? Ja, klar, doch. Ja, okay. Das war der Bereich, wo wir nicht hochkamen. Stimmt ja. Gut, dann ist das also Sinn und Zweck der ganzen Sache. Hätte also den gesamten rechten Teil habe ich nur dazu gemacht, um letztendlich in die blaue Tür reinzukommen. That makes sense. Ach du Scheiße. Oh! Dachte schon, ich habe es gerade verloren, aber das war sogar geplant, dass man hier runterfallen kann. Oder das war für den Rückweg geplant. Das kann natürlich auch sein. Kommt ich da hoch? Scheiße, nein, komm ich nicht. Nein, nein, die fallen doch. Okay, ach komm, jetzt mach. Arschloch. Kanacke. Bleach? Aha. Wenn man weiß, wie es geht, geht es relativ einfach. Secret Area. Oha. Warum sind in der Secret Area? Ach du Scheiße. Ich wollte gerade sagen Fallen, aber hier sind ja nicht nur Fallen, hier sind ja Todesfallen. Oh. Okay, so geht's. Scheiße. Aha. Ach du Scheiße. Nicht wehtun, bitte nicht wehtun. Ich bin empfindlich, was das angeht. Ich kann ja leider nicht runterschießen. Das ist ein bisschen scheiße. Eine Waffe mit Streufeld. Die hier zum Beispiel. Die hat ja Streufeld. Also mit dem kann ich das Ding auch erledigen. Na, hat sich. Okay, muss ich in die Höhle des Löwen. Ach, geht natürlich nicht. Bullshit, Alter. Dass sie sich auch gleich umdrehen können. Könntest du das wenigstens so machen wie im originalen Doom, dass die Monster ähnlich sehen, wenn sie von einem weggewendet sind? Das würde die Sache einfacher machen. So. Beim Runterfallen kann ich springen, genau. Dann machen wir das Ganze so. Hä? Moment mal. Aber nein. Ach, leck mich doch am Arsch, Fotze. Gekackten Bitch. Ich hasse euch so. Sehr. Oh! Ach, Mist. Das war gerade unabgepasst. Oh, Alter. Ich hasse Secrets, wo man mehr Leben verliert, als man bekommt. Ich dachte, Secrets sind eine Belohnung. Und keine Bestrafung. Inactive. Okay, kann ich also. Oh, hä? Ich dachte, inaktiv heißt, dass das eben nicht funktioniert. Wow. Secret Area. Ah, okay, heißt also, man sollte nur denken, dass das nicht funktioniert. Heißt also, probieren wird belohnt. Nett. Und noch eine Secret Rune. Was auch immer die bringt, ich habe keine Ahnung.
Wahrscheinlich tauchen die ja später in den Credits irgendwie so auf als Score oder keine Ahnung. Gibt es überhaupt ein Score-System? Ich habe keine Ahnung. Sind jetzt denn? Wo ist jetzt denn? Sieht das hier gut aus? Ich glaube mal schon. Ich habe eine blaue Karte. Das weiß ich schon mal. So, hier geht's runter. Das weiß ich auch schon mal. Wo geht's hier lang? Aha, das sieht interessant. Hä? Das war das der Bereich, wo wir bereits waren. Ist das behindert? Nee, doch nicht. Das war nicht der Bereich. Sieht nur gleich aus, weil durch diesen blauen Dingern alles gleich aussieht. Aha. Nee, doch, hier waren wir bereits. Was ist denn hier? Herzlichen Glückwunsch, wir haben uns verlaufen. Und ja, es gibt hier keine Map. So, da war ich auch schon drauf. Das wäre das eine Secret, genau, da war ich auch schon drin. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Wo muss denn jetzt hin? Also, hier waren wir da oben, haben wir uns dieses Ding geholt. Diese Schuhe. Da sind wir hier rauf. Hier runter. Und dann sind wir hier raus. Heißt also, von da komme ich. Gut, dann muss ich also hier wieder rauf und gucken, wo ich jetzt hier weiterkomme. Ist das behindert? Ist das behindert? So, hier kamen wir rein. Da sind wir. Hey, ich bin wieder am Anfang. Och, Leute. Und was läuft hier gerade schief? Wir sind doch nicht am Anfang. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ja, komm, komm. Nein, nein. Ach, scheiße. Bullshit, Bullshit. Aber ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Meine Waffe. Nein, ich renne schon wieder genau da. Oh, Stopp jetzt auf Ende. Ja, mach mal. Komm. Alle weg hier. Alle weg. Hä? Die schießt ja nach oben. Was ist das denn für eine Scheiße? Okay, wir haben noch 55% Leben. Herzlichen Glückwunsch. Ah, das Ding zielt wahrscheinlich zu Gegnern. Oder? Ich probiere mal ganz kurz. Okay, ich war leider schon tot. So, klärt. Hat ja noch 55% Leben. Und nein, da. Drecks Arschkanacke, Bitch. Ach, nö. Direkt hinter der Tür ein Gegner. Sowas lieber, ja. Oh, na nein. Alter. Ja klar. Na komm. Das mit dem Ausweichen muss ich echt noch üben. Weil das Problem ist halt, es ist halt 2D, ne? Man kann also nicht irgendwie in eine andere Dimension ausweichen, wie bei einem 3D-Spiel. Wenn da einer vor einem steht, kann man nach links oder rechts ausweichen. So, hier muss ich wahrscheinlich lang. Kann ich mich so bewegen? Ja, kann ich. Dann machen wir das mal auch. Bom. Health Update. Aha. Jetzt muss ich da wieder hoch. Wow. Da. So. Und jetzt darauf springen. Okay, na komm. So, von da komme ich. Ist das sonst wieder elendig verlaufen? Hier sind so viele von den Dingern. Ach, noch Mann, ey. Das gibt's doch gar nicht. Na, weg. Ach, Bullshit. Das ist Bullshit. Bullshit. Bam. Perfekt, habe ich hier. So, wir versuchen mal mit der hier, weil die hat ja automatisch. Ja, die zieht automatisch auf Gegner. Oh, nein. Ach komm, jetzt leck mich doch am Arsch. Ah. Oh, Alter. Ah komm, wir sind tot. Dankeschön. 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 Na komm her.
Beim nach oben schießen zielt aber scheinbar keine Gegner an. Oder was jetzt? Oh Gott, nein, das geht doch gar nicht. Das wird immer schlimmer hier. Wir haben noch 38% Leben. Ist noch von Health Pack? Geht hier Leiter? Leiter. Geht hier weiter? Nein. Na komm, schieß doch nach oben. Oh, Alter. 31% Leben. Es wird immer weniger. Oh nein, das wird nicht. So, jetzt. Ach, scheiße. Aha. Aha. Na komm. Ja, perfekt. Ach, scheiße. Na, fuck. Wir müssen mal warten, bis die Blitze aktiv werden und springen können. Oh, ich hab das Springen verlernt. Das war zu früh. Nee, doch. Hat geklappt. Jawohl. Ja. Alter, was zur Hölle? Oh nein. Immer wenn man denkt, man hat es geschafft, ist einfach nur schlimmer. Was ist denn das jetzt hier? Zum Glück habe ich mittlerweile Scheiße raus, wie die Dinger funktionieren. Wurde aber gerade trotzdem getroffen. Bullshit, Alter. Ey, hoffentlich kommt jetzt ein Speicherpunkt. Sonst sieht es mit unserem Leben langsam mau aus und ich würde diesen Bereich ungern nochmal machen. Ah. Schade, geht nicht. Ich dachte, man kann rüberspringen und dann praktisch erst die Rüstung aufnehmen und dann mit der Rüstung speichern. Geht aber leider nicht. So, genau, hier war das, was ich erklärt hatte. Praktisch runter und dann springen. Und die Moon Invasion. Ach du Scheiße. Und der erste Bossraum oder was? Nein! Mit Zombie? Wollt ihr mich verarschen? Oh Gott, hier ist überall. Ach du Leute, leck bitte doch halt. Na, oben geht natürlich nicht. Bullshit, oh Scheiße, ich bin gleich. Alter, mach mal weiter hier. Ja, nein, ich bin am Arsch. Na. Erklärt. Ach cool, diese blauen Dinger sind auch rausgegangen. Alter, dieses Spiel will mich doch vergewaltigen. Okay, gibt es jetzt irgendwas, wo ich ein bisschen was aufladen kann? Ich meine, gut, die Map endet hier sowieso. Von daher, komm, ganz ehrlich, Bullshit, was habe ich mir jetzt verdient? Alter, und wir spielen gerade mal auf, ja, quasi leicht. Ich glaube, ich spiele den nächsten Level wieder auf ganz leicht. Das ist ja. Alter. Okay, wir machen es wie folgt. Ich weiß gar nicht, ob man Level in dem Sinne neu starten kann. Ja, komm. Also, wir versuchen es immer erstmal auf dem Schwierigkeitsgrad. Und wenn ich ein Level so verkacken sollte, dann können wir immer dann noch beim zweiten Versuch den Schwierigkeitsgrad wählen. Weil ich habe das Gefühl, alleine der Schwierigkeitsgrad ist schon zu heftig. Weil das war gerade mal das zweite Level. Exit. Bullshit. Ach du Kacke. Ja, wie ich meinte, also Mini Doom ist ultra funny, es ist ultra witzig und diese Grafiken, die sind halt einfach schön. Ja, dieses typische Mario-Style. Aber 2D macht das Ganze nicht unbedingt leichter, auch wenn es schöner aussieht. Das sind immer noch zwei Sachen, die man auseinanderhalten muss. Und das hier hat es halt in sich, was das angeht. Gut, von daher, ciao mit V.